Handlungsbedarf, auch ein Begriff, den wir im Zusammenhang mit der Rettung Griechenlands immer häufiger hören. Jetzt braucht das Land Reformen, Vertrauen, Geld und es braucht mutige Investoren, um wieder auf die Füße zu kommen. Eben erst war ja unser Wirtschaftsminister mit einer Delegation deutscher Firmenbosse in Griechenland, um für den Standort Griechenland zu werben. Was den ausmacht, haben wir deutlich gemacht, indem wir zwei vergleichbare Unternehmen unter die Lupe genommen haben. Eins in Griechenland und eins hier bei uns. Sebastian Regele, Inhaber der Brauerei Regele. 100 Mitarbeiter, 200.000 Hektoliter, Augsburg. Athanasios Syrianos, Inhaber der Brauerei ESA. 100 Mitarbeiter, 200.000 Hektoliter, Atalanti, Griechenland. Am Beispiel Brauerei macht plus minus den Standortvergleich. Die vier wichtigsten Kriterien: Lohnkosten, Finanzierung, Bürokratie und Steuern. Eine ausreichende Finanzierung in Augsburg, hochaktuell. Mit der neuen Biererlebniswelt bekommt die Brauerei aus dem Jahr 1386 ein weiteres Standbein. Die Regeles können eine solche Millioneninvestition nur mit einem Bankkredit stemmen. Da habe ich noch nie eine Kreditklemme erlebt und wenn Sie ein solides Unternehmen sind, sind wir auch sehr bereit, mit Ihnen den Weg in die Zukunft zu gehen und zu finanzieren. Also da habe ich nur beste Erfahrungen. Das galt auch für die griechische Brauerei, bis jetzt. Mit der Bank ist zwar ein Kreditrahmen von 3 Millionen Euro vereinbart, lediglich 300.000 Euro will der Deutsch-Grieche Syrianos davon für seine Firma abrufen. Hat uns die Bank am Montag angerufen und hat gesagt, tut uns leid, wir haben das Geld nicht. Wir können Ihnen 100.000 geben, Sie müssen zusehen, wo Sie das andere Geld bekommen. Wir haben mit der Geschäftsführung gesprochen und haben die uns gesagt, wir haben das Geld nicht. Und die hatten es tatsächlich auch nicht, die konnten es nicht geben. Kreditklemme statt Finanzierung. Die Gefahr für griechische Firmen. In Deutschland ist alles im grünen Bereich. Bürokratie. Überall lästig und teuer. Noch harmlos? In Deutschland prüft der TÜV jeden Aufzug jedes Jahr. Jeden Monat wird dagegen ein griechischer Aufzug kontrolliert. Das kostet Zeit und jedes Mal 50 Euro. Nächstes Beispiel. Wenn die Deutschen exportieren, wartet viel Papierkram. Doch zumindest die Verpackung ist gleich. Der Chef beschriftet alles mehrsprachig. Genau das ist Athanasios Syrianos verboten. Kein Griechisch auf Exportware. Und schon ist der Aufwand doppelt so hoch. Sie laufen also wirklich gegen eine Wand und Sie gehen hoch für so ein Thema, gehen Sie hoch bis auf Ministerebene. Drittes Beispiel. Die 2 Millionen Euro teure Abfüllanlage steht oft still, denn hier darf nur Bier abgefüllt werden. Das lukrative Zusatzgeschäft mit Wasser und Softdrinks schlichtweg verboten. Ich sehe das überhaupt nicht ein, aber die zuständigen Menschen, die da sind, verharren hinter einer Verordnung von 1917. Die griechische Bürokratie ist im internationalen Vergleich mit am schlimmsten. Deutschland aber nicht vorbildlich. Die Steuern. Ein Dauerärgernis für Brauereichef Riegele. Er zahlt 13 verschiedene Steuerarten, darunter die Biersteuer. Deren Höhe richtet sich nach Menge und der Stammwürze. Bei Spezialitäten in Kleinstauflage wird's aufwendig. Da ist die Biersteuer marginal und da wird natürlich verlangt, dass wir genau Buch führen über jede einzelne Sorte und dass es nicht möglich ist, dass wir sagen, gut, wir zahlen die höchste Biersteuer und fertig ist die Geschichte. Auch das geht in Griechenland noch komplizierter. Zusätzlich muss die Brauerei neben der förmlichen Meldung ständig Proben mit dem LKW ans Staatslabor liefern. Und das nicht etwa nur für jede Sorte. Wenn wir eine Dose haben, eine 0,3er Dose in 24er Pack, schicken wir den Muster dafür. Wenn wir dann diese gleiche Dose in Sixpacks verpackt haben, schicken wir nochmal ein Muster dazu. Wenn wir dann eine Promotion fahren und auf 6 Dosen auf eine freigeben, dann müssen wir nochmal von dieser Dose Muster geben. Die Steuern sind überall kompliziert. Allerdings zahlen griechische Unternehmen 25%, deutsche dagegen 31%. Die Lohnkosten sind in Deutschland hoch. So kommt hier ein Brauer brutto auf 16 Euro Stundenlohn. Aber der Chef kann sich auf die Einsicht seiner Mitarbeiter verlassen, wenn in schwierigen Zeiten die Lohnkosten runter müssen. Über 90% der Mitarbeiter haben gesagt, wir sind bereit, auch 40 Stunden ohne Lohnausgleich zu arbeiten. Und wir hatten dann die 40-Stunden-Woche wieder. Und das ist natürlich toll, wenn da alle mit an einem Strang ziehen und da mitmachen.
Der Brauer in Griechenland kommt inzwischen auf 13 Euro, nur noch 3 Euro weniger als sein deutscher Kollege. Aber auch in der schlimmsten Wirtschaftskrise kein Lohnverzicht, im Gegenteil. Allerdings mussten wir ja bereits im Juli 1,2% Gehaltserhöhung geben, weil das vorher vereinbart war. Und es ist auch vorherzusehen, dass die bestehenden Vereinbarungen eine Lohnerhöhung fürs nächste Jahr vorsehen. Das heißt, es driftet ab. Bei den Lohnkosten verschwindet der frühere Vorteil Griechenlands immer mehr. Und all diese Standortnachteile summieren sich. Die Folge? Die griechische Wirtschaft hat ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren. Genau deshalb werden seit Ausbruch der Krise ständig Verbesserungen versprochen. Aber verändert hat sich im Moment noch gar nichts. Wir zahlen mehr Steuern, die Menschen haben kein Geld. Es ist letztendlich eine Situation, die sehr trübe und sehr missständig ist. Umso dringender sind jetzt Investitionen nötig. Doch der Plus-Minus-Standortvergleich zeigt, das Land ist derzeit unter fast allen Aspekten unattraktiv.